Alles lief nach Plan bei Henrik Masukowicz und seiner Einhand-Nonstop-Umrundung. Weltrekord im Bereich des Möglichen, den Konkurrenten Joe Harris auf Distanz gehalten und sämtlichen Widrigkeiten getrotzt. Doch dann kam der 17. Dezember 2015. Ja. Ich habe mir schön mal Fuß verknackst. Ich glaube, es wird schwierig werden. Ich warte jetzt mal bis morgen ab. Kann sein, dass es vorbei ist. Bei Arbeiten am Großsegel war der Hamburger vom Großbaum 2 Meter tief ins Cockpit geschleudert worden. Die Prognose überaus düster. Ich habe jetzt aufgegeben. Mittlerweile erst den Rekord, natürlich jetzt mittlerweile die komplette Weltumsegelung, Weltumrundung, weil es einfach nicht geht. Man kann auf einem Schiff nicht einhand, einbeinig durch die Gegend segeln. Das funktioniert einfach nicht. Ich habe seit zwei Tagen auch kein Segel mehr gewechselt. Ich habe noch den Code Zero einrollen können unter höllischen Schmerzen und bin jetzt behandelt worden, gerade Ferndiagnose von C-Doc, Fabian Steffens, und jetzt geht's einigermaßen. Also es sieht jetzt ganz nett aus, sieht jetzt so aus. Mein Fuß, hab den jetzt mal so ein bisschen stabilisiert. Das neue Ziel heißt Kapstadt. Kapstadt. Wollte ich eigentlich gar nicht hin. Wollte ich echt nicht hin. Kapstadt. Was soll ich da? Ich wollte nach Hamburg, verdammt nochmal. Dort kommt Henrik Masukowicz auch an, allerdings viel früher als geplant und mit dem Flieger. Vor wenigen Wochen treffen wir ihn zu Hause. Zeit für einen Rückblick. Es ist ganz, ganz schwer zu erklären, weil das natürlich höchst emotionale Geschichte ist, die ich natürlich auch immer wieder versuche, heute noch immer wieder irgendwie auch zu verarbeiten, weil das nagt ja schon auch noch immer in mir, dass dieser Unfall nun dafür gesorgt hat, dass ich meinen Traum nicht verwirklichen kann. In dem Moment, als das passiert war, war das erstmal ein Schock. Also es war natürlich wie ein Schock. Ich habe erstmal unten im Cockpit gelegen und mich erstmal gar nicht bewegt. Kurz vor Kapstadt naht dann die Rettung. Der Hafenmeister kümmert sich vorbildlich um alles. Der hat dann dafür gesorgt, dass die Rettungsmannschaft dort mir entgegenfährt mit einem Speedboot. Die kamen also 5, 6, 7 Meilen rausgefahren, haben mir dann drei wirklich professionelle Segler an Bord gebracht, die dann mein Boot eben entsprechend nach Kapstadt den Rest des Weges gebracht haben und dann auch alles aufgeräumt, die Segel geborgen und all das, was ich eigentlich gar nicht mehr so richtig machen konnte, haben die dann für mich alles gemacht und gesagt, Junge, setz dich mal dahin, du brauchst jetzt hier nichts mehr zu tun und wir regeln das für dich hier. Enttäuschung, Erleichterung angesichts der Hilfe, es sind gemischte Gefühle, die dem 50-Jährigen durch den Kopf gehen. Doch auch und gerade der Beginn des Rekordversuchs hatte bereits Nerven gekostet. Ich war ja nun unterwegs mit dem Ziel, in 4 Monaten ungefähr 120 Tagen die Welt zu umrunden. So, und das war am Anfang sehr, sehr schwierig. Also ich muss gestehen, dass ich die ersten 2 Wochen bis so zu den Kapverden habe ich schon ganz schön gekämpft. So, weil natürlich die Einsamkeit an Bord, man muss sich da ganz schön erstmal dran gewöhnen. Das ist mal auch nicht einfach, gerade für so einen Familienmenschen wie mich. Extrem schwierig dann auch zu Hause loszulassen und mich dann rein auf Segeln einzustellen. Und man muss da wirklich einiges an mental beisammenhalten, sag ich mal, dass man da nicht allzu sehr einknickt. Ich kämpf gerade mit 30 Knoten hier, das ist ganz schön Hack. Ja,
versuche schnell zu segeln, aber das ist gar nicht so gut, glaube ich, weil es riskiert zu viel. Es riskiert einfach zu viel. Die Reise ist noch lang. Es ist die erste Woche, die ersten 10 Tage und das bringt eigentlich nichts, jetzt hier doll komm raus zu segeln. Einblicke in die Psyche eines Einhandseglers. Es ist ein ständiges mentales Auf und Ab, das Masekowitz ganz offen vor der Kamera dokumentiert. Ich habe die letzten Tage ein bisschen gelitten hier. Zu Hause, die Kinder sind krank und ich leide damit mit. Und das ist nicht schön. Und ich bin hier und nicht da und das ist alles ein bisschen doof. Und jetzt ist bald Weihnachten. Naja, ich muss sehen, wie das klappt. Oh, lecker! Oh, Paul, danke! Jana, danke! Meine Beine. Noch ist es schwierig, den richtigen Rhythmus zu finden, sich zu lösen von zu Hause. Dazu kommen Probleme mit der Ausrüstung. Erst brennt der für die Stromversorgung an Bord so wichtige Hydrogenerator durch. Und dann verabschiedet sich auch noch ein Spi. Der Spi ist geplatzt. Der Spi ist geplatzt. Der scheiß Spi ist geplatzt. Ende aus, vorbei. Scheiße! Mann! Da oben ist der Rest von dem Scheiß! Okay, vorbei, aus, Südafrika. Kein Bock mehr. Doch die Tiefschläge steckt Masekowitz irgendwann wieder weg. Die Stromversorgung ist dank Solarpanel doch noch ausreichend und ein alter Spi wird reaktiviert. Ja, und wenn ich die repariert habe, dann werde ich endlich wieder mit Spi fahren. Dann kann ich nämlich einen tieferen Kurs fahren. Und ich habe heute und morgen hier relativ wenig Wind und werde das voll ausnutzen. Gib Gas. Yes! Don't give up! Go forward! Next step ahead! Or whatever! So langsam läuft es nach Plan an Bord der Croix du Sud. Wow! Es gibt was zu essen! Lecker, lecker, lecker! Fliegender Fisch! Ja, heute kamen sie hier zuhauf, irgendwie, heute Nacht auch schon. Dong, 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 sagt das immer an Deck. Ja, dann habe ich hier jetzt ein paar gefunden hier, ist schon der zweite. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt Lust habe, den zu essen. Ich muss mir das mal überlegen. Ich hatte mir vorgenommen, bis zum 1.12. in den Äquator zu passieren und das ist tatsächlich so eingetreten. Und damit war ich natürlich da. Ab dem Zeitpunkt war ich auch richtig glücklich und zufrieden mit mir. Weil da hatte ich dann auch so das Vertrauen, es läuft einfach. Es geht voran, ich schaffe meine Admale und ich bin so richtig eingeschaukelt. So, und dann ging das hier so weiter, immer schöne Admale gesegelt. Das sind alles hier immer über 200 Meilen hier runter. Hier war es ein bisschen dünne, das war hier jetzt schon der Einfluss von St. Helena hoch. St. Helena hoch ist hier, die Insel St. Helena. Und das Hochdruckgebiet, das hat halt hier Ausläufer in diesem gesamten Bereich des Südatlantiks. Dadurch gab es hier nochmal einen kleinen Ausweichbogen. Und an dieser Stelle war das natürlich so, dass der Joe Harris, der kam ja hier von der amerikanischen Seite hier runter, an der brasilianischen Küste vorbei.
Und der hat mich da natürlich schon, da spürte ich irgendwie so ein bisschen den Hauch im Nacken, wie man so schön sagt, unter Rennfahrern. Letztendlich war das aber alles gar nicht so schlimm, weil ich hatte hier dann die Möglichkeit, nach Osten abzubiegen. Und hatte dann nach einem Monat hier am 13.02. hatte ich rund 1000 Meilen Vorsprung. Abzüglich der 3 Tage, die er später gestartet ist, bleiben also noch gute 500 Meilen Vorsprung. Und das war natürlich ein gutes Polster, in dem ich eigentlich sehr glücklich war und dann auch gedacht habe, wow, wenn ich das jetzt weiter so fahre und mit dem Speed und mit der Performance, dann brauche ich mir um Joe Harris erstmal keine Gedanken mehr zu machen. Und letztendlich hatte ich dann auch hier eine Prognose für den Rekord und meine Vorausberechnungen zeigten eben auch, dass ich eigentlich den Rekord durchaus knacken könnte, wenn ich einfach nur so motiviert weitersegel, wie ich das bis dahin geschafft habe. Doch kurze Zeit später kam dann das Aus. Fußbruch, Abbruch, Ende. War es das jetzt, wo doch der Southern Ocean und Cap Horn noch immer locken? Der Southern Ocean ist einfach Mythos. So, Cap Horn ist ein Mythos, Southern Ocean genauso. Das ist natürlich, das macht man nicht so mal eben, oh, ich fahre jetzt mal da eben rum. Da kriegt man, also man muss sich da hinarbeiten, sagen wir mal so. Das war nicht ganz einfach. Ich hatte natürlich da die Tiefdrücker da unten gesehen, die in der Wetterprognose da unten langziehen mit 40, 50 Knoten Wind. Und der Respekt war natürlich schon, glaube ich, angemessen groß. Ich war mir nicht ganz klar, wie lange ich das da unten aushalte. Und das hat eine Weile gebraucht, bis ich mich da innerlich darauf eingestellt hatte, dass ich sage, so, ich will da rein, ich gehe da rein und ich fahre jetzt die Runde da unten möglichst weit im Süden, damit die Strecke möglichst kurz ist und damit ich auch möglichst schnell da wieder raus bin. Die große Herausforderung bleibt also bestehen. Geht es noch einmal los? Der Reiz ist da, der Reiz ist ungebrochen. Natürlich habe ich große Lust, diese angefangene Geschichte auch zu beenden, erfolgreich zu beenden, weil ja, die Motivation ist nach wie vor ungebrochen. Ich glaube, Henrik ist eine Chimäre. Halb Seemann und halb Familienmensch. Den kriege ich nicht festgebunden mehr. Nie wieder. Der ist verloren. Nein, der fährt wieder. Der fährt selbstverständlich immer wieder. Zurzeit segelt Henrik Masekowitz seine Class 40 von Kapstadt aus zurück in die Bretagne. Allein. Das hat er sich nicht nehmen lassen. Und wenn er es schafft, die Finanzen, die Zeit und seine Familie für einen erneuten Versuch unter einen Hut zu bekommen, dann wird er es noch einmal wagen.